Ja, sagen wir mal so, während der Saison ist ja jetzt vielleicht der Fokus von der Öffentlichkeit jetzt weniger auf den jüngeren Nachwuchsbereich. Das wollen wir an dem Tag einfach ein Stück weit ändern, wollen da auch die Mannschaften in den Vordergrund stellen und jetzt halt weniger die Einzelspieler, sondern mehr die Mannschaften. Ja, also von daher finde ich es immer eine ganz, ganz gelungene Veranstaltung. Ja, wir waren halt am Anfang ein bisschen aufgeregt und so, weil wir haben, eigentlich sind da nur die Eltern, jetzt waren dann auch die anderen Jugend da. Aber eigentlich war es auch schön, mit mehreren Zuschauern zu spielen. Da ist natürlich der wichtigste Programmpunkt, dass die einzelnen Teams präsentiert werden vor einem guten Publikum. Und dann ist es so, dass es ein sportliches Highlight gibt, dass es jetzt das U16-Spiel, das eben stattgefunden hat. Und das ist der Jan-Schmidi-Pokal, was so ein Soccer-Kleinfeld-Turnier ist auf dem Soccer-Court, wo einfach verschiedene Spieler verschiedener Mannschaften mitspielen. Ein sehr schönes Event. Es ist ein sehr vielfältiges Programm auf dem Plan. Zum Beispiel der Pokal, der ja gerade oben ausgespielt wurde. Da durften wir jetzt nicht mehr mitspielen als U15-Mannschaft, aber die Jüngeren halt. Wir durften dafür das Spiel von der U16 gerade anschauen. Und ja, man lernt die anderen Jahrgänge noch ein bisschen besser kennen, macht ein bisschen was mit denen. Und die ganzen Spieler stehen halt im Fokus, sind beieinander. Deswegen ist das schon ein sehr schöner Tag auch für uns. Ja, wir versuchen da einfach in den einzelnen Bereichen ein bisschen reinzugehen, was wir so in Sachen Unterstützung bieten, was wir so im Thema individuelle Förderung auch machen. Hans Rothammer war da, hat die Veranstaltung eröffnet. Jetzt kommen dann gleich noch zwei Profis, und so, dass wir da einfach auch diese Verbindung ein Stück weit herstellen.